Hallo Freunde der teuren Autos und der scheiß G-Klasse. Heute geht es mal um ein paar Mängel bei der G-Klasse. Ich frage mich allerdings auch, ob so diese Autoreporter, die so diese Berichte im Allgemeinen darüber schreiben, ob die von der Bild gekauft sind, ob die eine Nutte dazu bekommen oder ob die einfach nur zu blöd sind und nur Lobeshymnen schreiben, damit sie nochmal einen Artikel schreiben können. Also die G-Klasse, die hat nach dem Kauf so viele Mängel, das ist Wahnsinn. Und Mercedes-Benz kriegt es nicht in den Griff oder sind zu dumm dazu. Vielleicht fehlen auch Fachkräfte. Ich habe mal so einen alten Atlas rausgesucht. Da sind die Straßen drin zumindest und macht das vielleicht viel, viel mehr Spaß, da irgendwie nachzufahren. Aber dieses Navigationssystem von Mercedes-Benz ist wirklich der letzte Rotz. Teilweise findet es die Straßen nicht, seht selber, ich fahre auf ganz normalen öffentlichen Straßen, die Straße erkennt es irgendwie nicht oder erst nach, keine Ahnung, 200 Meter oder 300 Meter. Das ist doch ein Witz. Dann fahre ich auch irgendwo, gucke Bilder über eine ganz normale Straße. Auf meinem Google-Handy wird mir das als Straße angezeigt. Und die Straße gibt es bestimmt schon seit 50 Jahren. Nur auf dem scheiß Navi von Mercedes-Benz bin ich irgendwo mitten in der Wildnis. Also das ist wirklich zum Kotzen. Außerdem, wenn man da, also sagen wir, du willst von A nach B, das bei Mercedes-Benz, die suchen immer den weitesten Weg raus. Warum, weiß ich nicht. Also ich habe auf Öko, also ökonomisch eingestellt und Autobahn Maut vermeiden. Das sind die einzigen beiden Einstellungen, die ich habe, hatte ich auch bei den Handys gemacht. Und jedes Mal, da kommst du, siehe Bilder, mal 50, mal 70 Kilometer mehr bei raus, als wenn du Google oder iPhone nachfährst. Dann findet das relativ häufig auch irgendwelche Adressen nicht. Finde ich auch irgendwie zum Kotzen. Und der Spurhalteassistent, der funktioniert eigentlich nur, wenn die Straße frisch lackiert ist, hinterher sofort poliert und gebonert wurde. Dann funktioniert er. Ansonsten ist das ein nettes Spielzeug, was eigentlich irgendwas von Arsch ist. Außerdem, dieser Schlüssel. Guckt euch mal den Schlüssel an, da drücke ich 3, 4, 5, 6, 7 Mal rauf. Das rote Lämpchen leuchtet auf, aber die Türen verriegeln nicht. Also, das ist der letzte Rotz, was da Mercedes-Benz zusammengebastelt hat. Außerdem kotzt mich auch an, dass die Sitzheizung, ja, ich bin verweicht, ich brauche Sitzheizung, dass sie sich von alleine runterregelt. Früher habe ich angemacht, dann habe ich es irgendwann ausgemacht, aber jetzt, weiß ich nicht, nach 20 Minuten ist das Ding aus oder nach 30 Minuten. Passt mir auch nicht. Ist irgendein Future, haben sie sich irgendwie ausgedacht, warum weiß kein Mensch, aber haut nicht hin. Kotzt mich genauso an. Außerdem zeigt, also wenn das Navigationssystem, selbst von Mercedes-Benz sagt, du fährst von A nach B 200 Kilometer, der Kilometerzähler am Auto, der zählt jetzt zwischen 210 und 215, das ist etwas unterschiedlich. Das habe ich noch nicht rausgekriegt, woran das liegt. Aber ich kann euch versprechen, auf der Autobahn, ich bin da nicht Schlangenlinien gefahren oder habe da dreimal gewendet und bin im Kreise gefahren. Die Geschwindigkeit, die da angezeigt wird vom Auto, die ist viel zu hoch. Du freust dich in Loch und Arsch, dass das Ding, sagen wir, bei 110 km/h, also per Tempomat, nur 8 Liter verbraucht. Aber dabei fährst du gar nicht 110. Wenn du eine App aufschlägst, egal von Apple oder von Google, da fährst du knapp unter 100, also irgendwas mit 97. Finde ich auch irgendwie zum Kotzen. Und dementsprechend stimmt natürlich der Spritverbrauch auch nicht. Also der stimmt schon, nur nicht die Geschwindigkeit. Also ist das wieder auch so ein Betrug und Luch von Mercedes-Benz. Vielleicht sollten die, bevor die neue Autos basteln, erstmal die alten so reparieren oder so instand setzen, dass man damit auch fahren kann. Also Jungs, was sind eure Kommentare? Schreibt's drunter. Danke.